Und wieder morgens und wieder im Keller. Der Kreislauf des Tommy. Ja. Hier. Fertig. Die Räder sind alle fertig. Haben wir alle schon fertig gemacht, glaube ich. Ich gucke hinten nochmal. Alle schon fertig. Wunderbar. Schere, genau. Das ist meine Schere, ja. Da hast du sie gefunden. Und die hast du gefunden, ja. Schneide. Damit kann man schneiden. Ja. Ja. So, dann machen wir erstmal auf in aller Ruhe. Bringen wir ein paar Sachen raus. Vielleicht, eventuell, weiß ich gar nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Moin. Wollten sie wegen dem Gewitter, ne? Bootsfahrt machen, aber das war zu ungewiss und du musst nicht, dass es hier. Ja, haben sie beschlossen, dass sie irgendwas in der Nähe machen können, wenn es dann losgeht, dass wir auch schnell Ja, aber haben sie doch bestimmt trotzdem schön gemacht, ne? Ja, wir waren im Kino. Ja. Und haben Herr Gauland hat wohl den ganzen Tag die Wettervorhersagen durchgewälzt. Also, wir haben eine Disco gemacht. Ich weiß nicht, wow, was echt? Wir gestern Kuchen. Nee. Habt ihr aber gesagt, du wolltest Kuchen essen, oder wolltest du ja. Kuchen essen, ne? Nein, Kuchen haben wir nicht gegessen, Popcorn auch nicht. Popcorn auch nicht? Ja. Gab's doch kein Popcorn zum aber Kino. Aber der Pizzamann kam. Nur noch eine letzte Äpfel von Papa. Haben wir heute noch ja keine Aufnahmen. Ja, aber ist ja auch nichts passiert. Ich bastel am Lastenrad rum. Thorsten ist da. Dennis ist da. Das reicht dir. Was essen? Hast du Hunger oder irgendwas? Irgendwelche Bedürfnisse? Ja, schon. Eine Frage. Ich bräuchte Flickzeug. Kann ich das bei euch kaufen? Ja. Was für ein Gehalt? Gehalt von den Kissen. Keine. Kriegst du eine Zahlung? Ja. Für deine Urlaubsposition? Das typische Ding ist zwei, dreimal und dann bumm, abgestürzt. Aber so, was ich gehe ran und dann bist du nicht dran. Dann rufe ich zurück und du gehst nicht ran. Dann denke ich mir, ich habe ja, noch an dem Abend sollte ich. Und genau in dem, da habe ich, bin ich rangegangen und dann warst du natürlich nicht mehr dran. So, ja, ich das Müll angerufen. Und dann habe ich zurückgerufen. Aber Müll nee, und links. Dennis, abgespeichert der Nummer. Und dann bist du nicht mehr rangegangen. Ist gut, ist total schnell das Ding. Ja, was sind hier draußen stehen? Hier sind Leihräder und. Ja, das ist nur so ein Treppenrad mit Gepäckträger und mit. Was waren die anderen da? Also. Könnt ihr mir nur das eine erwähnen? Ich fahre ganz schnell. Also nicht so richtig Damenrad-mäßig. Nicht so was? Aber auch nicht Rennrad? Nee, nicht sowas. Okay. Jetzt noch ein paar Stühle hochgefahren. Ja, ich mach's einfach.
So, liebe Leute, jetzt wird es ja doch noch eine neue Aufnahme. Aber es ist nichts Sinnvolles drauf heute. Es tut mir echt leid. Heute war mehr Blabla. Als alles andere, das Kalifornien ist verkauft. Das, was ich gestern aufgebaut habe. Der Schweizer Reimport, das hat sich natürlich schnell verkauft. Das war natürlich genial, auch ein genialer Zustand. Am Ende habe ich trotzdem da fast anderthalb Stunden dran gebaut an dem Ding und Teile noch. Aber schnell weggedrückt. Das ist in Ordnung. Ich habe ja gesagt, ich habe nur einen Rahmen da. Ja, also da müsste man dann natürlich noch aufbauen. Ja. Oder so, weil insgesamt als Gesamtrad haben wir nur eine 58er Rahmenhöhe. Mhm. Das wird zu groß sein dann. Zu klein. Zu klein. Okay, ja. Was kostet der Rahmen? 450. Okay. Ja. Okay, gut, alles klar. Ich überlege mir dann noch. Ja, wenn du ein Opferrad hast, wo du dann die Kleine ranbauen kannst, ist alles cool. Ja, ja. Aber ansonsten. Ja. Bitte, bitte. Ciao, ciao. Siehst du? Ich reparier nicht mehr. Ja, hör auf, sei nicht bockig. Ich bin nicht so. Sei nicht Justus. Nee, ich bin nicht so. Hab ich dir nachher gesagt, ich bin nicht so. Du zerbrennst, Und dann ist bald, hast du deine Vorderrad? Ich habe gebremst. Die billigste, was es gibt. Ich brauche keine Marke, einfach so zu zerbrennen. Ich will dir die Mutter oder Dienstag, wenn ich mache auf. Ja? Okay? Alles klar? Bei Mutterfahrer jetzt weggehen. Ja. 25 Euro, okay? Aha, Vorderrad brauche ich nicht heute, aber für Dienstag. Für was für Größe? 28. 28? Ja, mit Scheibenbremse. Ist für dich, ja? Für dein Rad? Das ist ja nicht groß. Der Packung brauchst du ja nicht wahrscheinlich. Nee. Ne? Ja, heute noch. Okay. Allerdings ist hier auch der Bremsbelag mehr als runter. Ne? Yeah. Also das würde nochmal 10 Euro kosten, wenn du das auch gleich machst, weil jetzt hier ist fast gar nichts mehr drauf. Last time I got it, looked at the guy who said this is fucking shit. It's fucking shit. His words exactly at a bike shop. Ja, jetzt Expertise. He said this is a fiend shit and be careful. Why? He said that this is not okay. I don't know. Not straight? Yeah, and I've been running it for 4 years. But it's okay. That's what I said. Yeah. But it's fucking shit. He just said because it's old. Yeah, yeah, sure. He looks at me and goes, from the 70s. Okay. So I'm out of one of the 70s. Yeah. I'm shit over my top. And I said, okay, but like, I whatever, I don't really care. Yeah, yeah, you have to buy a new bike and so stuff. Yeah, like this. And I said, you know what, I don't care. Yeah. But he fixed my chain, so. Hello, me. Ja, das Surfbretter machen. Ja. Nicht genau passiert, ich räume schon wieder ein. Auf alle Fälle. Hier, da. Kronkorken da drin in den Eimer.
Mach mal ab, bitte. Ja? Ja, weil dann muss ich ja ran zum Zug zu verlegen. Da stürzt denn. Okay, weil ich das. Kannst du ja. Mann, endlich. 2031, frohes Tag. Der Verrückte. Letzte Reparatur für heute. Irgendwie hat den ganzen Tag zu tun gehabt und nichts ist richtig passiert. Ich sage nicht, wie sowas kommt. Kann denn sowas sein? Den ganzen Tag hat man zu tun, ist am Acker, am Hin und Her rennen, am Machen, am Tun und nichts ist richtig passiert. Nichts ist richtig so los. Ja, aber auch hier, weil wir sind ja nur mit der U7 gefahren, würde ich Dienst, weißt du, wenn wir jetzt 10.000 Mal umsteigen hätten müssen. Also sind hier bis zum Hermannplatz und dann Jungfernheide da ausgestiegen. Da gibt es natürlich hier auch so einen Kletterpark, ne? Und treten hier noch Holzburg hier vorne. Ja, genau. Ja, sowas war das. Ich packe jetzt ein. Hier sieht es schlimm aus. Und ich habe noch 14 Minuten. Ich habe mir das mein ganzes Geschenk hier zerschnitten. Ja. Aber das gibt Schlimmeres. Genau. Na gut, also Feierabend. Meine Frau ist wieder da. Ja. Jetzt machen wir Feierabend. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Mir fehlt eine, kann er ja nicht Tschüss sagen. Ich habe noch einen Auftrag zu machen. Zumindest vorzubereiten habe ich den. Bremsbelag ab. Bremst sehr gut. Er sagt, es quietscht und macht und tut. Also ich schalte erst in den schwersten Gang hinten, damit ich das Laufrad gut rausnehmen kann. Dann öffne ich den Hebel, den Schnellspannhebel, und nehme das Laufrad nach unten raus. Mann, ist das alles dreckig. Zack. Na gut, Kette muss ich gar nicht anfassen. Gott sei Dank. So, schönes XT-Laufrad. Jetzt gucken wir mal nach dem Bremsbelägen hier. Naja, ich baue die mal aus. Ich löse diese kleine Schraube da. Die schraube ich raus. Lösen. Rausschrauben. Ziehen wir aus. Ja. Packen die mal gut beiseite. Ich glaube, bei einer neuen ist eventuell so eine Schraube bei. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt drücke ich diesen Bremsbelag von hier oben nach da unten. Dass ich den hier unten rausnehmen kann. Erst die eine Seite. Naja, ist noch was drauf. Ne, ganz so abgebremst ist er nicht. Na, ist noch was drauf. Gibt's ja nicht. Das Ditte. Das für eine Wolle. Jetzt bitte nicht den Bremshebel ziehen. Das wäre tödlich. Das gleiche machen wir vorne. Vorderrad raus und auch vorbereiten. Laufrad raus. Schraube auf. Die beiseite packen. Oh, hier fehlt die Klammer zum Zurückdrücken. Gut, jetzt darf keiner drücken in der Zeit. Und jetzt verabschiede ich mich. Also, wir sehen uns am eventuell morgigen Tag oder so, wenn nicht dann am Montag wieder. Mit eventuell interessanten Geschichten aus dem Fahrradladen. Also bis dann. Ciao, schlaft gut. Euer Tommy.